Auf ihre Tennisanlage sind die 120 Mitglieder vom TV Brand Erbisdorf besonders stolz. Zur Jahresabschlussfeier am 13. Dezember gab es einen zusätzlichen Grund zur Freude. Eine neue Traglufthalle konnten sie ihr eigen nennen. Vom Präsidenten Dieter Wirth erfuhren wir, unter welchen Umständen es zu einer neuen Traglufthalle gekommen war. Jetzt ist es soweit und wir stehen in unserer neuen Tennis-Traglufthalle in Brand Erbisdorf. Als am 30. November 2012 unsere alte Tennishalle unter einer enormen Schneelast zusammenbrach, mussten wir handeln und haben innerhalb von 2 Jahren es geschafft, diese neue Halle herzustellen. Es waren dafür allerdings Anträge zu stellen bei der Stadt Brand Erbisdorf, beim Landratsamt Mittelsachsen, beim Landessportbund Sachsen und bei der Sächsischen Aufbaubank. Glücklicherweise haben wir 90% Fördermittel erhalten, 50% von der SAB, 20% vom Landratsamt Mittelsachsen, 20% von der Stadt Brand Erbisdorf und 10% musste der Verein selber schultern, was wir auch geschafft haben. Am 9. Oktober war es dann soweit. Bis zum 11. Oktober haben wir dann die Halle mit einer Firma aus Porta Westfalica, die Firma heißt Struckmeier GmbH, aufgebaut. Und jetzt stehen wir und sind alle ganz froh und glücklich, dass wir diese Halle jetzt nutzen dürfen. Viele Sportler vom Verein haben beim Aufbau freiwillig mitgewirkt, verrät uns Michael Reisig, stellvertretender Vereinsvorsitzender. Wir sind heute hier in der Tennishalle und wie man sieht, dürfen unsere jungen Spieler, unsere Kinder und Jugendlichen heute Fußball spielen und andere Gesellschaftsspiele machen. Sonst trainieren sie 3-mal die Woche unter Anleitung unseres Trainers Bastian Fleischer. In der letzten Saison konnten wir sehr viele Erfolge erzielen im Kinderbereich, im Jugendbereich, aber auch im Erwachsenenbereich. Unsere Mannschaften spielen von der Oberliga 30 Altersklasse 30 über die Bezirksliga bis zur Bezirksklasse und sind alle eigentlich im vorderen Feld anzutreffen. Wir sind froh, dass wir im Winter auch hier in der Halle dem Training nachgehen können. Das steigert natürlich die Leistung enorm. Aber die Halle ist eigentlich nicht nur für unsere Mitglieder des Tennisclubs, sondern auch für Freizeitsportler. Es wird angenommen, wir haben schon eine Reihe aus der Region, die regelmäßig spielen, hier im Freizeitbereich und dem Tennissport nachgehen. Und natürlich sind auch alle Sportler der Region, Freiberg, Oederan, Flöha, eingeladen, hier Stunden zu mieten, hier zu spielen und in dieser schönen Halle dem Tennissport nachzugehen. Der Nachwuchs findet die Trainingsmöglichkeit auch im Winter natürlich cool. Denn hier üben sie nicht nur Tennis, sondern auch Fußball, Hockey und andere Sportarten. Wie es mit den Leistungen seiner Schützlinge bestellt ist, verrät uns der Trainer Sebastian Fleischer. Also ich bin sehr zufrieden. Der Spaß steht im Training natürlich im Vordergrund bei allen, aber die Leistungsentwicklung geht stark nach oben. Und ich denke, die Kinder haben alle Spaß am Training und das zeigen auch die Erfolge in Punktspielen, gerade in der Sommerrunde. Der Trainer fordert nicht nur, er zeigt auch, was er selbst kann. Zwei Topspieler Marcel Krause und Basti geben eine Showvorführung. Hier ist es nur ein Ausschnitt aus der Warmlaufphase. Im Wettkampf ist die Schlagfrequenz wesentlich höher. Doch heute wollen sich alle nicht so verausgaben. Die Altersklassen kommen gestaffelt, nicht zum Training, sondern sie wollen die neue helle Traglufthalle testen. Und an dieser Stelle will sich der Präsident Dieter Wirth nochmals bei denen, die das ermöglicht haben, bedanken. Besonders bedanken möchten wir uns bei der Stadt Brand Erbisdorf für immer offene Ohren und die Hilfe, die finanzielle Hilfe. Das Gleiche gilt für das Landratsamt Mittelsachsen, wo wir immer auf offene Ohren gestoßen sind. Und genauso war es beim Landessportbund Sachsen und bei der SAB in Dresden. Ganz herzlichen Dank. Ohne diese Hilfe hätten wir es sicherlich nicht schultern können. Zum geselligen Teil ruft schon bald Susi aus dem Bistro. Der Inder von der Gaststätte nebenan hat leckere Pizzen vorbereitet. Bunte Teller stehen ebenfalls bereit. Und an den Gesichtern erkennt man, ob bei Mädchen oder Jungen, wie es schmeckt.
Die Infotafel dient heute als Weihnachtsdekoration, selbst von den Malexperten gestaltet.